So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Inkas on Tour. Ingrid, Karel, DJ und Listo. Dieses Mal mit unser Fazit 3 Wochen Schweden. Erste Fazit: Die deutschen Straßen sind die schlechteste Straße von Europa. Und der Rest nach dem Intro. Jetzt geht's weiter. Ja, nach 3 Wochen Urlaub in Schweden eine Rundreise gemacht. Südschweden? Südschweden. Von Osten nach Westen, in der Mitte sind wir gewesen. Ja. Insgesamt haben wir 2650 Kilometer gefahren. Haben 2-mal in Dänemark tanken können. Das war schön, weil da war der Spritpreis 1,90 Euro. Also das ging noch für unser Diesel. AdBlue hat sich noch gar nicht gemeldet, muss ich auch sagen. Ja, ansonsten 8 oder 9 Stellplätze haben wir gesagt. Alles durcheinander. Ja. Unsere ganze Planung, wir haben alles anders gemacht. Also wir hatten eine grobe Route, hatten wir sowieso geplant, aber wir haben eigentlich komplett alles anders gemacht. Hat auch damit zu tun mit dem Wetter. Dann haben wir gedacht, wir gucken uns das Wetter an über Apps. Also könnt ihr alle vergessen. All die Apps, die funktionieren anscheinend da in Schweden nicht. Aber trotzdem hatten wir nur Sonnenschein. Wir haben einen Tag Regen gehabt und dann auch noch nicht mal einen ganzen Tag, weil ich bin 2-3 Mal mit der Hunde raus gewesen, trocken. Also wir haben ein riesen Glück gehabt, ja, mit dem Wetter. Von 17 Tagen einfach Regen, da kann man mit leben. Da kann man, ja, gut mit leben. Ja, weiter haben wir eigentlich, wir haben sehr schöne Plätze eigentlich alle gehabt. Da war kein einziger bei, wo wir im Nachhinein sagen würden, war, das war gar nichts. Da war ein Platz bei, da war, bevor wir die Fähre genommen haben. Also, ich fand es schon eine Schande. Wir waren noch in Deutschland, in Puttgarden. Da haben wir eine Übernachtung gemacht, weil das schön nah an der Fähre war. Da fährt die Polizei in uns vorbei. Da haben wir eine Übernachtung gemacht, weil das kurz an der Fähre war. Und ich muss sagen, Schweinerei, 4 Euro pro Hund wurde da gerechnet. All die anderen Plätze in Schweden haben wir alles dabei gehabt bei dem Preis. Ja. Die Hunde haben wir gar nichts für bezahlt, nirgends in Schweden. Und mit die 8 Euro, was dabei kamen, kamen dann auch nochmal 4 Euro dazu, wenn sie gerne ein WLAN haben möchtest. Also auch das haben wir in Schweden überall gratis dabei gehabt, mhm, bei dem Preis. Also das war der teuerste Platz. Das war echt der teuerste, ja, Platz, ja. Der hätte uns mit WLAN 43 Euro gekostet. Wir haben dann keinen WLAN gebraucht, das ist natürlich dann was anderes. Aber 39 Euro fand ich schon eine starke Nummer. Mhm. So. Der Rest haben wir so zwischen 10 und 35 Euro bezahlt, ja, ne? Ja. Mit Stellplätze, mit, aber dann auch allen drum und Duschen, dran. Ja. Abwasser, Neutanken und Entsorgung. Ja. Schönster Platz, ich spreche jetzt für mich, aber ich denke, wir sind uns darüber einig, war in der Nähe von Mariestad. Ja. Da war First Camp Ekkudden, wenn ich das richtig ausspreche. Ein hervorragender Platz. Wir standen da am Wasser. Strom dabei, die Sanitäranlage war so was von gut. Da war eine Küche dabei, da konnte man waschen. Alles, da war echt alles. Und zentral gelegen? Ja, genau, da war echt Fußwanderung 20 Minuten.
Warst du in Mariestadt? Ja, durch den Wald mit Grillstellen. Schön Sitzplätze durch den Wald. Und ja, das habt ihr schon gesehen, wahrscheinlich in unseres eins der vorigen Videos. Aber da sind wir uns einig, das war echt. Ja. Also sind wir da irgendwann ein bisschen in der Nähe, fahren wir da bestimmt wieder an. Ja, ja, ja. Ja, also dann. Naturpark, ja, in allem drum und dran. Genau, Naturpark war angrenzend am Park. Park, ja. Haben wir jetzt aber keine Zeit für gehabt. Nächstes Mal bleiben wir da bestimmt 2-3 Tage länger, weil da war noch viel zu sehen. Ja, weiter haben wir eigentlich. Karlsburg war auch sehr schön. Karlsburg war sehr schön. War auch ein guter überhaupt Platz. Vetternsee, Fehnernsee, wo wir waren. Ja. Sehr schön. Das erste Mal haben wir unten irgendwo gestanden. Haben wir auch aber schon ein anderes Video gezeigt. War auch sehr, sehr schön. Auch am Wasser. Mit den Naturtoiletten. Ja, der Skeda-Strand. Ja, danke an Tanja und Marco. Ja. War eine gute Empfehlung. Ja, genau. Tanja und Marco, das sind auch zwei YouTuber. Wir haben darauf abonniert. Wir gucken uns die Videos von denen auch an. Und eigentlich durch denen sind wir auf den Platz gekommen. Und den wollten wir auch unbedingt anfahren. Ja. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Einzige, was wir auch tatsächlich gemacht haben, was wir vorher geplant ja, haben. Alles andere war durcheinander. Alles andere war Querschnitt durch den Garten. Ja. Ja, weiter können wir sagen, nächstes Jahr machen wir wieder. Da sind wir uns jetzt schon sicher. Aber ich denke, wenn Gott will. Wenn Gott will und dann 4 Wochen. Und dann, ja, dann machen wir auch 4 Wochen, dann wollen wir auch etwas nördlicher fahren. Vielleicht mal. Wenn es klappt, wenn wir nicht wieder alles durcheinander genau werden. Wenn wir dann vielleicht etwas besser planen oder uns stärker an den Plan halten, lassen wir ja, so sagen, weil der wir Plan haben jetzt war gut, aber wir haben uns einfach nicht daran gehalten. Nee, wir haben einfach gemacht, was wir wollten. Da, wo schön war, sind wir geblieben. Genau, war auch eigentlich Sinn der Sache. Das haben wir vorher auch gesagt. Wir fahren einfach dahin, wo es uns gefällt oder wo wir denken, wo es uns gefällt, bleiben dann 1, 2, 3 Nächte, je nachdem, wie es passt. Und das haben wir auch so gemacht. Ne? Ja, dann, wo wir uns gewundert haben, wir haben ja unsere 2 Jungs, übrigens, die wollten nicht mit auf die Kamera, die schlafen. DJ und Listo. Also DJ, das ist, wir sind ja eine Patchwork-Familie. DJ habe ich mitgebracht in unsere Familie. Und Listo. Patchwork-Familie. Und Listo war ja bei Ingrid schon anwesend. Ja, Listo ist ein ziemlich schwieriger Hund, kommt aus Teneriff, hat ja, da jede Menge wahrscheinlich erlebt. Ziemlich lieb, ängstlich, macht ja. Nichts, aber ängstlich. Ja, ja, sehr ängstlich, sehr lieb. Da haben wir uns sehr Sorgen drüber gemacht, aber die 2 waren, ja. War spitze, ja. Also, ja. Ich meine, wenn wir nochmal einen Hund mitnehmen sollten, dann müssen die so sein wie die. Weil das ist echt. Da haben wir zufrieden, ja. Ja, ja. Da haben echt keine Kinder dran gehabt. Die haben sich amüsiert, die fühlten sich überall wohl. Hier jetzt auch im Wohnmobil. Ich meine, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Mittlerweile auch schon 2,5 Stunden am Fahren. Die legen sich unter ihren Tisch, da haben die ihren Platz. Wir haben gerade wohl eben eine kurze Pause gemacht. Ja, Hunde, ne? Gerade eine kurze Pause gemacht, weil die Jungs kurz raus mussten. Aber die tun es sowas von gut. Die legen sich für das Wohnmobil hin. Die hörst du nicht, die siehst du nicht, die genießen von unseren Wanderungen. Ja. Ja, und eigentlich, ja, haben wir noch was extra. Man kann da nicht viel zu sagen, das muss man dann, wenn man möchte, Daumen hoch. Abonnieren kostet nichts und dann in späteren Filmen verfolgen. Ja, genau. Die anderen Filme, die wir gemacht haben, da seht ihr dann auch, was wir gemacht haben, wo wir waren. Ja. Und für uns war es sehr schön, wir können auch nur für uns sprechen, die Geschmäcker sind alle unterschiedlich. Ja, ja, ja. Ab und zu hören wir schon mal bei anderen YouTubern die Preise in Schweden. Also wir haben bei Lidl keinen Unterschied gemerkt? Nein, wir waren bei Lidl und bei Coop oder Coop, wie man das ausspricht. Ja. Und wir haben da echt keinen Unterschied gemerkt von den Preisen her. Was wir da ausgesucht haben, dann Brot und alle Aufschnitte waren alle sehr lecker. Aber wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Wir waren nur von uns sprechen, wir waren ein paar Mal ausessen. Ich meine, das war sehr schön. 2 Steaks mit allem drum und dran für 26 Euro.
da kannst du ja auch nichts für sagen. Und verdammt gute Qualität. Ja, ja. War echt sehr lecker. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon in anderen Videos gesehen, ein paar Bilder davon. Aber was da dann geht, wir aber können wir jetzt nicht selber, sagen, dass... Wir haben auch selber viel gemacht. Ne? Ja. Wir haben ja selber auch gekocht. Ja, wir haben selber gekocht, auch natürlich ein paar Mal ausgegessen. Das war aber auch gut so. Wir hatten auch genügend dabei. Hatten uns vorher gesorgt mit unserem Gulasch zum Beispiel. Ne? Gulasch und Fleisch angefroren und Nudeln und Bratkartoffeln fertige. Und das geht auch ganz gut. Ja, das geht prima. Einzige, was in Schweden natürlich teurer ist, wie noch teurer ist wie in Deutschland, dann ist der Dieselpreis. Ja gut, wussten wir vorher. Also müssen wir uns auch nicht drüber beklagen, dass das so ist. Ja, ansonsten, wir machen jedenfalls nächstes Jahr, wenn alles bleibt, an unsere Gesundheit zulässt, nochmal wahrscheinlich 4 Wochen Schweden, auf jeden Fall. Auch wieder im September, weil wir planen... Ja, September ist eine verdammt gute Zeit, um zu fahren. Sagen die Schweden selber. Ja, von der Natur her ist es wunderschön. Ja. So ganz langsam färbt sich alles schon ein bisschen bunter. Ja, ja. Ich meine, wir haben auch schöne Kontakte gemacht. Ne? Ja. Wir haben echt richtig mit einheimischen Schweden, die übrigens unheimlich viel campen. Das habe ich jetzt gemerkt. So wie die Holländer, ne? Ja, aber ich glaube, dass die Schweden noch einen Strick vor sind bei den Holländern. Weil das kaum zu glauben, wie viele die Schweden unterwegs sind. Und dann. Eine Marke haben wir besonders gesehen. Ich meine, wir fahren ja den Pepper, aber KB. Wenn einer von euch weiß, ob das eine spezielle schwedische Marke ist, Wohnmobile, Wohnwagen, alles ist davon. Aber so viele. In den Nationalfarben schwedisch, rot-weiß. Ja, alles rot-weiß. Man erkennt mit Sicherheit eine schwedische Marke. Man erkennt die Dinger auch sofort da. Ich meine, musst du einfach mal googeln, das ist eine schwedische Marke. Wäre nett, wenn einer von euch das weiß, um das unten in die Kommentare zu schreiben. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Däumchen hoch. Wir freuen uns unheimlich über jedes Abo. Genau. Und wie gesagt, im nächsten Jahr wieder Schweden und Ende Mai geht es 4 Wochen wieder Österreich, Slowenien und Kroatien. Ja, das haben wir wieder vor. Nächstes Jahr, dieses Jahr wahrscheinlich nur noch eine Kurzreise. Dann geht es nach Gronau nochmal. Da sind wir schon 2-mal gewesen, aber das ist ein bisschen so eine Heimbasis für uns, wo wir gerne hingehen, weil es gibt ein tolles Restaurant. Dann geht es zum Weihnachtsgansessen. Mit Weihnachtsente. Oder Ente. Weihnachtsente kann man da essen, genau. Flambiert. Oh mein Gott. Danke. Bis morgen früh zum Frühstück. Aber das haben wir dann dieses Jahr noch vor und weiter. Denke ich, dass wir für dieses Jahr soweit gehabt haben. Wir machen noch eine Flugreise. Wir gehen noch einmal nach in die Türkei. Eine Woche. 3 Wochen. Eine Woche Türkei. Ist gut. Wenn ihr jetzt das Video seht, 3 Wochen später fliegen wir. Und ja, weiter haben wir nur noch zu wünschen, dass ihr alle gesund bleibt und uns treu bleibt. Für die Vielleicht sieht man Zeit. Sich irgendwo, wäre sehr schön. Wäre sehr schön, ja, man hoffentlich. Man kann uns auch immer ansprechen, genau. Auch kein Problem. Und bleibt alle gesund. Ja, genau. Und auf Facebook könnt ihr uns auch begleiten. Inkas on Tour, genauso wie der YouTube-Kanal heißt. Ja, wir zeigen eigentlich nur noch, auch im Namen von DJ Olisto. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Wir sind die Inkas on Tour, Ingrid und Karel. Tschüss.